Mahlzeit und herzlich willkommen zurück im Labor von Ignaz, dem verrückten Alchemisten. Da ist er schon wieder seine Tränke am Brauen, während ich dort erstmal zwischen Tisch und Stuhl festklemm. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen? Ja, das Thema haben wir eigentlich schon. Später. Der hat übrigens diverse Schädel an seinem Ofen. Nicht nur ein gehörnter Kuhschädel, sondern auch zwei Menschenschädel zieren diesen Kachelofen. Na, hey, haben wir es jetzt dann mal? Okay, Ignaz, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Jetzt, wo ich schon mal hier bei dir bin, kann ich mich theoretisch auch erstmal schon mal in deine Bude reinschleichen und die Diebstähle, die ich beim letzten Mal begonnen habe, zu einem würdigen Ende führen. Hammer, Säge, Wasser, Trank. Mich würde er bestimmt nicht verdächtigen, dass ich daran schuld bin, denn er hat ja ganz offiziell vergessen, dass ich schon mal links, dass ich schon mal geklaut habe. So, was war das jetzt? Ich habe gar nicht hingeschaut, was das war. Oh, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was das war. Für euch ist ja nicht schwer, müsst ihr nur ein paar Sekunden zurückspulen. Dum, dum. So, Karl, den haben wir beim letzten Mal auch getroffen. Und ich verpiss mich jetzt aber erstmal noch weiter in Richtung Hafenviertel, beziehungsweise ich bin ja schon im Hafenviertel. Aber hier soll ich ja mit dem Milizmeister Karl in Kontakt treten, um da ein bisschen schneller aufgenommen zu werden. Auch wenn ich das gar nicht will, aber wie gesagt, ich will eine Nebenquest auch nicht einfach so wegwerfen. Hey, Edda! Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller so probieren. Wie ich. Rück rüber. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Nee. Das ist aber fies. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Das heißt, du musst mir nur einen Fisch bringen. Hey, ich hab doch schon einen dabei. Das heißt, wenn ich irgendwann meine Innos-Statue finde, dann schenke ich sie dir. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Oh, danke schön. Hier gleich nochmal eine. Kannst du mir eine Suppe kochen? Heute nicht mehr. Schön. Komm morgen wieder. Das ist so wie Snuffs Fleischfranzen-Ragout mit Reis und Pilzen, wo man auch jeden Tag eine Portion von kriegt. Nur, dass man hier einfach nur einen Fisch bringen muss. Bei Snuff muss man auch was bringen und dann nie mehr was. So, sie hat tatsächlich nichts mehr, was man noch nehmen kann. Alles, was ich besitze, wurde mir schon genommen. Alles? Wirklich alles? Mal kurz, ich bin vom Kontrollamt. Ich will überprüfen, ob ihre Aussagen richtig sind. Ach, Schwefel war das, was ich rausgezogen habe. Schwefel? Tja, den, geil. Man klaut ihr ihren eigenen Fisch, gibt ihn ihr und sagt, koch mir eine Suppe. Nichts leichter als das. Das sah gerade aus weiter Ferne aus, als würde ihr ein grüner Geist aus dem Baumstamm raus schlüpfen. Ne? Gut, dann wollen wir uns dem Martin mal vor... Oh, Alter, hör das? Das sind die Snapper, die jenseits der Mauer knurren. So, aber den Burschen hier knüpfe ich mir auch noch vor. Hey, Alter. Halvers Stamm sieht hier in der Mod auch geil aus, weil das so ein Klappergestell ist. Schnell aufzubauen, schnell abzubauen. Und die Fische, die hier liegen, krass. Das sind echte Fotos von echten Fischen, wie es aussieht. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Hey. Geil. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Der Typ ist einfach so geil, seine Stimme. Er versucht einen auf seriös und unschuldig zu machen, aber hey, Mann, du, das ist einfach schon so offensichtlich, dass der bis zum Kinn in der kriminellen Scheiße steckt. Aber ich habe trotzdem Bock auf ihn,
weil ich selber so werden will. Yo. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Wie so weitergehen. Man weiß gar nicht mehr, wie man kurze, direkte Antwort. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay, okay. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinnes. Das ist wahr. Meine Meinung kennst du ja schon. Ja, okay. Ja, eben. Guck mal, so deine Argumentation weist Lücken auf. Ich glaube, du weißt mehr, als du verrätst. Zeig mir deine Fische. So, das sind einfach 12 stinknormale Fische. Aber gut zu wissen, dass es hier Fische gibt. Gut, Halber, wir sehen uns später. Bis dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich glaube, wir zwei haben uns nicht zum letzten Mal unterhalten. So, hier sind die ganzen Paladine, die ja die Waren bewachen. Na? Wie sieht's aus? Wenn du nichts Wichtigeres vorzubringen hast, verschwinde, Bursche. Hey, was ist das für ein Ton? Warum seid ihr Paladine nach Korinnes gekommen? Das geht dich nichts an, Bursche. Für dich muss es reichen zu wissen, dass wir im Dienst der Innos und des Königs handeln. Oh Mann, ey, du wirst noch ganz schön Blick gucken, wenn ich eines Tages auf dich runterspuck. Wer hat hier das Kommando? Der Ehrenwert. Lord Hagen. Der Ehrenwert. Und sonst niemand. Der Lord Hagen ist der Oberbefehlshaber über die ganze Insel. Der heißt der Ehrenwerte Lord Hagen und nicht Lord Hagen. Mal gucken, wie er jetzt reagiert, wenn ich das frage. Wie kann ich Paladin werden? Diejenigen, die sich im Dienst der Innos oder des Königs würdig erweisen, werden erwählt. Das heißt im Klartext, nur die Besten werden genommen. Aber davon bist du noch sehr weit entfernt, mein Junge. Die machen alle einen massiven Fehler. Sie wissen nicht, wen sie vor sich haben und unterschätzen ihr Gegenüber. Und das wird ihnen eines Tages so hart zum Verhängnis werden. Das ist wie so ein Reicher, der in Gammelklamotten in ein Edelrestaurant geht und alle sagen dann so, Verzeihung, entfernen Sie sich bitte. Und dann am Ende der so, ich bin der Besitzer des Gebäudes. Ob ich hier reingehen darf oder nicht, entscheide immer noch ich. Hey du hast hier oben nichts zu suchen. Hier haben nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Cool. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Tja, so war's halt damals im Mittelalter. Und Gothic spielt nicht im Mittelalter, das weiß ich selber. Aber trotzdem war's im Mittelalter so. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Ja. Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Na gut, dann zeig mal her. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Boah, Alter, überall außenrum trainieren die Paladine, als ob sie das nicht sehen. Das soll wohl ein Witz sein. So, hier ist ein Ring der Magie. Moldred Fett, das wird mir auch noch nützlich werden. Wartet ab. Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an. Sonst rufe ich die Wachen, klar? Ich muss doch gar nichts mehr anfassen. Du verkaufst mir das Zeug ja schon freiwillig. Laris schickt mich. Er sagt, du könntest mir helfen. So? Hat er das? Dann schieß mal los. Er hat's nicht, er sagt's immer. Was willst du denn von mir? Ich will mich der Miliz anschließen. Das hast du dir wohl so gedacht, was? So lumpige Kerle wie dich nehmen wir aber nicht einfach so ohne Grund. Da müsstest du schon... Erspar mir das Gefasel. Sag mir, was ich tun muss, damit du mich bei euch unterbringst. Okay, dann spitz mal die Ohren. Die Arbeit des Proviantmeisters ist die Hölle, sag ich dir. Das Verwalten der ganzen Kisten und Säcke hier auf dem Platz ist schon schlimm genug. Doch jedes Mal, wenn ich abends in Kalifs Kneipe gehe, dann macht sich irgendjemand hier an den Kisten zu schaffen. Und wenn ich am nächsten Tag wieder hier bin, fehlt was. Die Paladiner haben komischerweise nie was gesehen. Ich könnte noch beklappt werden. Ich kann doch nicht die ganze Nacht hier rumstehen wie so ein Idiot. Du allerdings? Schon klar. Ich soll nachts hier Wache schieben, während du in der Kneipe rumhängst. Tu es oder lass es. Alles klar. Nächtlichen Dieb. Was? Ja, mach ich. Ich werde heute Nacht auf deine Proviantkisten aufpassen. Schön. Gut, dann komm heute Nacht nochmal wieder und pass auf die Klamotten hier auf.
Ich bin in der Zeit dann in Cardiffs Kneipe. Gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Martin, und mal gucken, ob ich den Dieb in die Finger krieg. Bis Mitternacht ist es natürlich noch eine ganze Weile und das ist auch der Grund, warum ich hier jetzt erstmal noch ein bisschen rumschawenzeln und mich so umschauen werde. Im normalen Gothic 2 ohne Nacht des Raben gab es ja hier eine Riesenratte, was auch Sinn macht im Hafen. Aber jetzt ist hier ein Bursche zugegen, dessen Keule ich erstmal absahen. Nämlich William. Farim. Sein Kumpel William, haben wir bereits gehört, wird vermisst. Da will ich ihn gleich mal ein bisschen drüber ausquetschen. Oh, zum Thema Hämmern, da gibt's auch noch eine Quest, machen wir Arbeit. Hey, du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Hä, warum? Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Junge, im Hotel darf jeder pennen, auch du. Und des Weiteren bist du Fischer. Wie willst du verhungern? Zieh dir einfach Fische aus dem Meer. Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Sauf dir einfach die Hucke voll und vergiss es. Gib Freibier. Die Paladine zahlen's. Die Paladine. Deine Freunde, deine Beschützer. Vielleicht kann ich dir helfen. Gib mir... Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kenne ich. Madin heißt er. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hat er am Ende davon? Nix. Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Unfassbar. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Er hat sich wahrscheinlich so einen richtig fetten Containerfischer gekauft. Oder wie heißt diese fetten Boote, die Weltleere leer fischen. Der hat nicht in den Hafen von Corinis gepasst, also hat er keine Wahl gehabt, als woanders hinzufahren. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Die Boote im Hafen sehen alle gleich aus. Vielleicht ist das auch gar nicht seins, sondern anderes. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Ich liebe die Formulierung. Ja, er wird schon wieder auf... Nee, jetzt will ich schon mal Details hören. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Corinis wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Ha, das Piratenlager von Skip. Der Mistkerl, Alter. Jetzt habe ich ihn. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Ich glaube schon, dass ich ihn finde. Die Frage ist, in welchem Zustand. Und, wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Hä, immerhin beißen sie überhaupt, Mann. Sei mal froh, stell dir vor, die Meere werden voller Plastik, wie bei uns im echten Leben, Mann. Dann hast du andere Probleme. So, hier liegt doch, guck mal, du musst nicht mehr fischen gehen. Hier liegen, die liegen einfach so am Ufer rum. Da einer, hier einer. Kannst du einfach aufheben und verkaufen. Zack, Millionär. Wilder am oberen Viertel ist schon mal gesichert. So leckere Hornmuschel. Aber natürlich bin ich kein Unmensch. Ich habe auch Mitleid mit
mit Farim. Ich mache jetzt halt ein bisschen auf Daddy cool, hau ein paar Sprüche raus, aber alles in allem ist es nicht so, dass ich seine Situation nicht nachvollziehen könnte. So, hier Fisch, Brot, hier ist ein Bett, da kann ich nachher gleich schon mal pennen, um Mitternacht herbeizuführen. Weil das sind noch über 24, das sind noch über 12 Stunden bis Mitternacht. Sehe ich so aus, als ob ich Bock habe, so lange zu warten? Wohl eher weniger. Aber zunächst mal werde ich die Zeit noch nutzen. Und die Infos, die ich jetzt eingeholt habe, werde ich jetzt gleich mal an Skip herantragen und ihn zur Rede stellen. Oh, das hier ist auch so eine Stelle, die ich liebe in Corinnes. Weil man sie leicht übersieht. So, hier dieses krasse Warnlager. Mischung zwischen Müll und Warnlager. Wenn man hier bis zum Ende entlang klettert, dann liegen hier auch mal manchmal noch ein paar Sachen rum. Und hier kommt halt immer kaum jemand hin. Aber ich finde es trotzdem geil, dass es diese Stelle gibt, dass man hier hin kann, versteht ihr? Bolzen, hier wurde geballert. Säge. Aha, hier gibt es nämlich alte Münzen. Boah, wir waren auf Onas Hof, waren wir auch noch überhaupt gar nicht. Geil! Ich freue mich, so der allergrößte Teil des Spiels liegt noch vor uns. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Wisst ihr, wie ich meine? Wir stehen noch ganz am Anfang von all dem, was hier auf uns zukommt. Und das ist ja das Geilste hieran. So ein Spiel, wenn ihr wisst, es liegt ein großes, cooles Spiel vor euch. Das Gefühl hatte ich auch bei The Witcher 2 und 3 damals am Anfang. Und ihr habt so Bock zu erfahren, was passiert. Und ihr wisst, all das Tolle, was euch erwartet, liegt noch vor euch. Und so geht's mir, obwohl ich weiß, was im Spiel auf mich zukommt, geht's mir gerade so. Und hier das Schiff der Paladinere. Paladine. Majestätisch. Und das einzige seiner Art an diesem Ort momentan. Die Esmeralda. Wäre cool, wenn die Segel tatsächlich herabgelassen werden könnten. Aber man kann ja nicht alles haben. Zumindest nicht zur selben Zeit. Also den Strand da unten werde ich auch gleich absuchen. Ah, abermals eine Hornmuschel. Das habe ich schon wieder etliche von denen in meine Taschen wandern lassen. Dann will ich mal schauen, ob sich Perlen darin befinden. Aha, Perle erhalten. Und schon wieder eine Perle erhalten. Nicht schlecht. Scheint's ja doch was für was gebrauchen, zu was gebrauchen zu sein. So, hier liegen noch. Guck mal. Nichts ist geiler, als in Gothic eine Keule über dem Feuer zu braten. Über dem Ofen ist nicht so geil, aber nur über dem Feuer ertönt dieser genüssliche Sound. Hört er denn? Beziehungsweise genussanregende Sound. Mm. Womit denn? Ja, schade, keine Keulen mehr übrig. Und das ist halt das Geile in Gothic 1. Wann immer du eine Keule brätst, ertönt der. Aber das macht's in Gothic 2 auch cool. Weil dadurch ist es immer was Besonderes. Wenn du mal so eine Pfanne findest, dann genießt es auch richtig. Dann wird's nicht so inflationär. So, und hier gibt's einen Trick, wie man auf das Schiff, welches für mich als verranzten Penner momentan natürlich noch tabu ist, gibt's einen Trick, wie man da raufkommt. Ich zeige euch. Aber das ist nicht so einfach umzusetzen. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen dauert, bis es mir gelingen wird, ihn euch zu zeigen. Ja, scheiße. Ah, durch Zufall. Schau mal so, man muss ein guter Seiltänzer sein. Und dann, ah, scheiße, diese Büsche sind jetzt hier im Weg. Ah, ich bleib hängen. Jedoch, ich kann euch gleich schon mal warnen. Vorsicht ist geboten, man darf sich auf keinen Fall von den Paladinen erwischen lassen. So. So, sehr gut. Jetzt speichere ich mal, und zwar auf diesem Sicherheitssafe hier. So, mal draufschleichen. Aha. Und schwupps. Habe ich die Esmeralda geentert. Wisst ihr, was so geil wäre, wenn ich jetzt echt im Steuerraum gehen könnte und wegfahren. Es darf mir jetzt halt echt keiner von den patrouillierenden Burschen hier entdecken, sonst bin ich geliefert. Das heißt Alarm! So, mal schauen, ob hier einer. Oh, da kommt einer! Nix wie weg hier. Da ist er. Aha, er backt rum.
Ah! Hüpf! Scheiße! Nein! Nix hier weg hier! Ciao, ich hau ab. Schönen Tag noch. Ich tauche erstmal unter das Schiff drunter. Scheiße, ich dachte eigentlich, ich kann jetzt noch cool ins Hafenbecken springen, bevor er mich anspricht, aber der Plan ging in die Hose. Aber trotzdem, ich liebe es. Das fand ich auch in Assassin's Creed Origins und in Odyssey ging das auch wieder. Unter richtig fetten Schiffen, die über Nil fahren und so weiter, einfach durchtauchen. Und das finde ich halt auch cool, dass es das hier gibt, ne? Gothic 2 hat schon von so vielen coolen Features, die jetzt langsam durch The Witcher 3 und so implementiert wurden in moderne Spiele, war Gothic schon vor Jahren, bald Jahrzehnten Vorreiter. Versteht ihr? So, mal gucken, wenn ich schon hier angegriffen werde, wenn ich mich aufs Schiff schmuggeln will. Oh, will ich es mal versuchen, ob es mir nicht gelingen wird, auf dem legalen, auf dem offiziellen Wege dann zu kommen. Schau mal, ich ziehe mich auch extra schick an. Na Jungs, könnt ihr dem Zwirn widerstehen? Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Was ist das für ein Umgangston? Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Ich bin Bürger von Corinnes. Ich habe Rechte, Alter. Lass mich drauf. Du willst mich nicht dazu zwingen, dir weh zu tun, oder? Scheiße, ey. Der Typ ist halt echt hardcore, Mann, der. Er lässt nicht mit sich reden, na gut. Wir sprechen uns noch. Und zwar früh genug. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Haha. Alter, wie viel Waren die mitgebracht haben. Und da soll Hungernot in Corinnes herrschen, weil die Bauern streiken, dass sie nicht lache. Tonnenweise Proviant lagern hier, aber wahrscheinlich nur für Lord Hagen und seine... Nur für einen ehrenwerten Lord Hagen. Und seine aufgeplusterte Armee. Da gemeine Bürger, Leute wie Farim, pah, die dürfen hungern. So, und dort hinten am Strand schleicht ein Varan entlang. Den will ich mir auch gleich mal vorknüpfen, zumal dort ein Wäscheständer steht, an dem Fische hängen. Vielleicht ist es aber auch ein Fischständer, an dem mal Wäsche hing. Cool, hier sind sogar Segelboote mit ausgefahrenen Segeln. Warum liegen die hier? Sind die kaputt oder liegen die einfach nur so zur Wartung rum? Wobei ein kaputtes kann ja auch zur Wartung rumliegen. Und die Wartung umfasst dann halt auch die Reparatur. So, das ist der erste Varan, gegen den ich in diesem Let's Play antrete. Mal schauen, ob es mir gelingen wird, ihn zu bezwingen. Oder ob ich qualvoll im Sand verrecken werde. Die unmittelbar bevorstehende Zukunft wird diese Frage beantworten. Es war gar keine Frage, so wie ich es formuliert habe, aber wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. So, bam. Hey, hey, hey. Au, 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 der beißt mich mehrmals. Ganz schön fies, du Arsch. Scheiße. Au. Ja, das war natürlich eine richtige Bastardaktion. Was soll ich gegen solch Übermacht nur tun? Vielleicht mal gucken, was für Zauber ich so hab. So, kleiner Vorsturm macht Schaden 100. Schaden 100 ist natürlich schön. Feuerball macht Schaden 75. Ich probiere einfach mal hier mein Glück. Oh ja, den Feuersturm, den liebe ich ja mit dem Renderer. Der war auch in Gothic 1, wobei das, was so geil war, waren da eigentlich die Blitze. Fällt mir jetzt wieder an. Hahaha, sehr schön. Hitze, komm schrack, du magst eine Echse sein, aber resistent gegen Feuer bist du deswegen noch lange nicht. So. Als ob ich mich von sowas aufhalten lasse. Lächerlich. Wofür habe ich denn die Sprüche? Richtig, um sie rauszuballern. Oh, ein Piratensäbel. Zum Thema Piratensäbel. Mit Sarah muss ich auch noch reden. Vielen Dank, dass ihr mich in den Kommentaren daran erinnert habt. Fischsuppe, hier kann man auch pennen. Das ist ebenfalls sehr gut zu wissen. Blubber, blubber. Erstmal schön an Shisha ziehen. Wer will, kann sich einfach hier zurückziehen und an der Wasserpfeife ziehen. Der muss dafür gar nicht bei Aborigin teures Geld zahlen. Wobei ich natürlich sagen muss, Aborigin verlangt dafür auch kein Geld, aber ich musste halt irgendwie rechtfertigen, dass sie jetzt hier in der Hütte mir Apfeltabak gönnen.
Okay. Übrigens, ich habe noch gar nicht erwähnt. Die majestätische Musik, die einem hier in die Ohren geschmettert wird. Vor allem dieses Klirren, so, wenn man. Dieses ist wahrscheinlich die Sektflasche, mit der man das Schiff einweiht. Aha, da hat mir mein Vater neulich so eine geile Story vorgelesen aus Bregenz, also in Vorarlberg. Und wer schon mal dort war, merkt, dass die Vorarlberger ja irgendwie anders reden als die restlichen Österreicher. Deren Dialekt ähnelt mehr den alemannischen Dialekten, sprich Schwäbisch, Badisch, Schweizerdeutsch. Und hat halt auch im Alemannischen irgendwie seinen Ursprung. Und es gab ein Schiff in 60er Jahren, das sollte in Bregenz benannt werden. Übrigens, demnächst kommt auf meinem Outdoor-Kanal, wie ich oberhalb von Bregenz auf dem Pfänder mit der Hängematte in einem Skilift übernacht. Also voraussichtlich schon mal einen Outdoor-Kanal abonnieren. Da kommen jetzt wieder regelmäßig Videos, Link in der Videobeschreibung, eckige Klammer zu. Und auf jeden Fall sollte das irgendwie nach irgendeinem österreichischen Staatsoberhaupt oder jedenfalls nach irgendeinem offiziellen in Wien sitzenden Österreicher benannt werden. Aber die Vorarlberger hatten da gar keinen Bock drauf und haben dann irgendwie ein wütender Mob hat dann die Kontrolle über das Schiff an sich gerissen und mit der Bierflasche das Schiff getauft auf den Namen Vorarlberg. Oder ich weiß nicht mehr, ob es Bregenz genannt haben. Ich bin scheiße informiert. Die Story ist eigentlich richtig geil. Und ich gebe sie gerade richtig scheiße wieder. Es tut mir gerade ein bisschen leid, aber ich werde mich vielleicht mal informieren und mir genaueres anlesen. Wenn mich daran erinnert, dann werde ich auch einen Link in die Videobeschreibung setzen, in dem genau beschrieben wird, was es mit dieser Schiffstaufe, die mit einer Bierflasche. Ein wütender Mob hat es nicht zugelassen und hat die Kontrolle an sich gerissen und das Schiff. Getauft, entgegen dessen, was offiziell geplant wurde. Ja? Die Schiffstaufe gone wrong. Okay, hier bin ich jetzt erstmal durch. Natürlich um Mitternacht habe ich da meine Erledigung zu vollführen und so weiter. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Aber das kommt alles noch, ne, Jackie? Wir zwei werden uns noch früh genug unterhalten. Ich knüpfe mir jetzt erstmal einen anderen Seebären vor. Und zwar Skip. Über den ich ein paar schockierende Fakten erfahren durfte. Ist er etwa involviert über die verschwundenen Bürger von Corinas? Was hat er damit zu tun? Obwohl bei Piraten ja klar ist, es sind auch Räuber und Mörder, hat man irgendwie, drückt man bei Piraten immer so ein Auge zu. Ist wie Jack Sparrow und so weiter. Man mag sie mehr als zum Beispiel andere Kriminelle. Irgendwie haben die so einen Zauber an sich, durch den man sie cool findet. Obwohl sie eigentlich auch Verbrecher sind, ne? Warum bin ich jetzt eigentlich da nicht hochgeklettert? Ich habe zu schnell aufgegeben. Scheißegal. So viel wie ich rumgejoggt bin die letzten Tage, darf meine Lederrüstung ruhig meine kleine Wäsche vertragen. Oh, Alter, seht ihr den Rochen, der da drüben auf dem Meeresgrund klebt richtig? Der liegt dort und ruht sich aus. Übrigens zum Thema flacher Fisch. Schon mal eine Flunder oder eine Scholle gesehen, was die für ein geiles, verschobenes Gesicht haben. Lach ich mir jedes Mal einen Arsch ab. So, Bursche. Ich hab dich entlarvt. Eine Menge Einwohner werden vermisst und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kram. Naja, das eine oder andere war Schmuggelware. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Das wird Watras interessieren. Und jetzt sag mir mal, von wem du überhaupt sprichst. Du sagst, diese Kerle, wer sind die? Hä? Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pakt, das sich hier überall auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Corinis. Sondern? Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Ah, du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt, wie hieß denn der Hund nochmal? Mir fällt der Name von dem Kerl nicht mehr ein. Dabei war er eigentlich ganz einfach zu merken.
Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Korinis finden kannst. Jetzt hab ich keine Karte. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Nee. Nein. Dann werde ich es dir wohl beschreiben müssen, was? Weit im Osten gibt es einen sehr großen Bauernhof. Ich glaube, der Bauer dort heißt Onar. Er hat ziemlich große Felder da. Im Süden dieser Felder gibt es eine kleine Festung auf einem hohen Felsen. Da sitzt der Typ, den du suchst. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Tja, das ist derselbe Bastard, der überall Steckbriefe mit meinem Gesicht drauf im Land verteilt hat. Das heißt, jetzt habe ich gleich zwei Gründe, um mal ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Junge, es geht hier darum, dass Menschen entführt werden. Und du hast jetzt die Möglichkeit, diesem kriminellen Treiben ein Ende zu setzen. Aber nein, ich will nicht, dass meine geheime Bucht entdeckt wird. Das ist mein Geheimversteck. Ich verrate niemanden, wo das ist. Was ist das für ein kleinkindisches Getue? Ich glaub's ja nicht, wie sich mein Zorn hoffentlich wieder leicht abebbt. Das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gebt gerne einen Daumen rauf. Ciao.